Ich habe gestern früh, glaube ich, oder vorgestern etwas zu der Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gesagt. Das ist ein, glaube ich, gewichtiger Punkt. Der Anfang dieser Abänderung von Bedeutung liegt in der Problematik von Übersetzung. Wir haben eine Sprache und in dieser Sprache heißen die Dinge auf eine bestimmte Weise und sie haben einen bestimmten Kontext. Dann holt man sich das von der Quellsprache holt man sich diesen Begriff und man sucht in der Zielsprache einen möglichst ähnlichen Begriff. Mit einigem Glück findet man so einen und dann übersetzt man den Begriff der Quelle in den Begriff der Zielsprache. Und selbst wenn der Begriff einigermaßen ähnlich ist, ist anzunehmen, dass der Kontext in der Quellsprache und der Kontext des übersetzten Begriffes in der Zielsprache erstaunlich verschieden sein mögen. Und das hat dann eine ganze Reihe von unangenehmen Konsequenzen. Selbst wenn man bei bestem Übersetzungsbemühen einen Begriff transferiert hat, dann hat dieser Begriff Ober- und Untertöne in der Zielsprache, die er vielleicht in der Quellsprache nicht gehabt hat. Ja, klassische Beispiel ist die Analogie oder vielmehr die Metapher des Feuers in der Übersetzung des Buddha. Ja, die Feuermetapher ist ganz, ganz zentral in den alten Lehrreden. Ein Beispiel davon ist sicher der Begriff des Anhaftens, Upadana, und der drei Geistesgifte, die gelegentlich auch als die drei Feuer dargestellt werden. Ja, das Feuer von Begehren, das Feuer von Abneigung und das Feuer von Verblendung. Und das klingt ein bisschen, ja, anschaulich in unserer Sprache. Aber das kriegt wirklich erst Biss, wenn man versteht, dass die Feuer in der vedischen Tradition heilige Feuer gewesen sind, man den im Agnihotra, im Feuerritual geopfert hat und dass es asketische Traditionen gegeben hat, die sich zur Praxis gemacht haben, diese heiligen Feuer nicht ausgehen zu lassen. Und der Buddha nimmt die Zentralität dieser Feuermetapher, aber gibt ihr quasi ganz andere Vorzeichen. Aus den heiligen Feuern werden nun die Feuer der Verblendung, die Feuer des Begehrens und die Feuer der Abneigung. Diese kleine Metapher kriegt noch einen Drall dazu, wenn der zentrale Begriff in der Fütterung dieser heiligen Feuer, der sich in der vedischen Tradition Upadana nennt, nämlich das Brennstoffsammeln und das Füttern des Feuers mit diesem Brennstoff, wenn der in der buddhistischen Psychologie wiederum gebraucht wird, als das, was diese drei Feuer in Gang hält, nämlich der psychologische Akt des Anhaftens, Ergreifens oder der Identifikation, die in der buddhistischen Tradition mit dem Begriff Upadana übersetzt werden. Ja. In beiden Fällen, in der vedischen Metapher, als auch in der buddhistischen Metapher, ist Upadana der Brennstoff für diese Feuer. In der vedischen Metapher sind diese Feuer heilig und gut. Der rituelle Akt des Fütterns dieser Feuer ist ein karmisch verdienstvoller Akt. In der buddhistischen Metapher, es ist auch der Brennstoff von Upadana, der die Feuer in Gang hält. Aber Upadana ist schlecht, ist ungesund, bindet ans Leid, schafft weitere samsarische Bezüge. Und die Feuer, die da sind, sind nicht heilig, sondern im Gegenteil, sie sind das Summum unserer Probleme. Ja? Sie binden uns an Kräfte, aus denen wiederum weiteres Leid erwächst. Diese Feuermetapher, das ist im Begriff Upadana zentral. Der bedeutet einerseits anhaften, andererseits bedeutet der Brennstoff. Es gibt kein deutsches Wort, das dieselbe Doppelbedeutung leistet. Auch kein Französisch oder kein Englisches. Wenn wir nur den Begriff übersetzen, ja, dann ist es nicht schwierig, ja. Dana ist geben, Adana ist nehmen, Upadana ist eine Verstärkung und ein Herannehmen. Ja, das ist ganz leicht. Aber die Feuermetapher ist verloren da drin. Ja, die Power, die dieses Bild hat, die dieser Begriff hat, den kriegt es nicht vom Wort, sondern es kriegt ihn von seinem Kontext. Und dieser Kontext ist der rituelle Akt des Feuerfütterns. In der vedischen Tradition wird der im Grunde genommen leidschaffende Akt des die Feuer der Verblendung, der Abneigung und des Begehrens schaffenden Kräfte in der buddhistischen Psychologie. Und das liegt nicht im Begriff, dieses zu erklären, das liegt nur im weiteren Kontext dieses Begriffes, nämlich in seinem Bezug zu Feuer. Ein anderes Beispiel ist diese
Begriff Nirvana, ja, den es auch in zwei Bedeutungen gibt. Einmal bedeutet das Verb dazu verwehen und ausgehen, und ein andermal bedeutet es abkühlen. Und die Metapher ist die, dass wenn jemand den Brennstoff, alle Upadanas und alle Substrate, alle Upadis aufgezehrt hat, dann geht so jemand aus, so wie das Feuer ausgeht. Ja, er erreicht Nibbana. Das wird dargestellt in den alten Schriften als eine verwehende Flamme, ein Docht, der allen Brennstoff aufgesogen hat und ausgeht. Jetzt für mich, das hat nie besonders inspirierend geklungen, nicht ausgehendes Feuer als die Verkörperung des Summum Bonum, buddhistischer Darlegung. Ja. Das hat nie wirklich den Mann vom Eskimo vom Schlitten gezogen, ne, so als Metapher von Freiheit und höchstem Gut. Ja, das war, ja, man denkt irgendwie so ein Picknickfeuer und am Schluss pinkeln die Herren, werden die Damen zu Leute und pinkeln in das Feuer. Das ist nicht so ein wahnsinnig erhebendes Bild. Jetzt, das ist dann auch nicht, dem wird dann auch nicht geholfen, wenn das etwa noch von ehrbaren viele frühe asiatische Übersetzer waren, ins Englische waren zeylonesische Mönche, die englische Bildung erfahren hatten, ja. Und die dann dieses Nibbana auch noch mit dem englischen Begriff Extinction übersetzen, ja. Ja. May you attain soon to quick extinction. Das klingt irgendwie nicht wahnsinnig inspirierend, ja. Auslöschung, Vernichtung, Aufhebung. Das klingt ein bisschen finster, ja. Aber das ist wiederum nicht erklärbar aus der Begrifflichkeit des Wortes Nirvana, sondern es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Begriff sich auf das Feuer bezieht. Jetzt in der vedischen Tradition ist das Feuer eine Sache. Ihr erinnert euch, es gibt einen vedischen Gott namens Agni, ja, den Gott des Feuers, für den gibt es das Agnihotra, das Feueropfer. Das ist eine wichtige Sache. Und die vedische Vorstellung von Agni, vom Element Feuer, in der Zeit des Buddha, ist eine etwas andere als in unserer Zeit. Für uns ist ein Feuer, das ausgelöscht ist, ist tot. Das ist weg. Das ist kaputt. Aber im vedischen Verständnis ist Gott Agni, manchmal ist er manifest, dann sieht man ihn als Flamme, als offenes Feuer, in einer Fackel, in einem Feuer, in einer Kerze. Oder aber, wenn dieses Feuer ausgegangen ist, dann geht diese Gottheit nicht in die Vernichtung, sondern sie geht von der Aktualität, geht sie in die Latenz über. Ja? Der taucht ab und wird unsichtbar, er wird ungreifbar, es wird unaussprechlich, man kann das Feuer nicht mehr nachzeichnen, wo es seine Spur verloren hat. Aber der ist omnipräsent, der ist da. Er ist nur nicht mit den Augen und mit den Sinnen greifbar. Jetzt, wenn jemand verweht im vedischen Sinne, wenn dieses Feuer im vedischen Sinne ausgeht, dann heißt das, dass das, was hier gewesen ist, unaussprechlich geworden ist. Es ist nicht mehr messbar mit den Sinnen. Es ist nicht mehr klassifizierbar in Begriffen meiner Erfahrung. Es lässt sich nicht mehr in Attributen fassen. Wenn für mich ein Feuer ausgeht, dann ist es weg, dann ist es tot und kaputt, weil mein Kontext von Feuer ist der abendländische. Währenddem wir davon ausgehen können, dass der Kontext dieser Feuermetapher für den Buddha natürlich den seiner Zeit war. Und das bedeutete, Nibbana zu erfahren, nicht, dass jemand seine Vernichtung erfuhr und sich darüber freute, möglicherweise noch kurz davor, bevor auch das weg war, sondern dass jemand in die Unaussprechlichkeit übergegangen ist, dass jemand einen transzendenten Zustand erfahren hat, der sich nicht mehr beschreiben lässt, der sich nicht mehr mit Attributen besetzen lässt, der sich nicht mehr messen lässt, der sich nicht mehr empirisch von anderen Leuten, die diesen Zustand nicht erreichen, erkennen lässt. Ja? Das hat einen leicht anderen Klang in meinem Ohr als das Picknickfeuer, das seine Auslöschung erfahren hat, ja. Also dieses kleine Problem gibt es bei ganz vielen Begriffen in buddhistischer Übersetzung, dass wir zwar die Begriffe möglichst präzise übersetzen können, aber wir können nie ganze Kontexte übersetzen. Und Begriffe kriegen ihre Bedeutung durch ihren Kontext. Die kleinste
semantische Einheit, die kleinste bedeutungstragende Einheit in meinem Kopf ist mindestens ein Satz, es ist nicht ein Wort. Und solange wir Wörter übersetzen, riskieren wir, dass selbst bei getreulichstem Übersetzen wir den wesentlichsten Teil dieses Begriffes oder der Bedeutung dieses Begriffes nicht rüberkriegen. Wir kriegen zwar den Begriff rüber, aber die Bedeutung ist drüben geblieben. Das ist schon bei Nachsprachen nicht ganz ohne. Das ist ein Lampenschirm auf Französisch und auf Deutsch. Ja, auf Französisch heißt das ein Abat-Jour. Das schlägt jetzt in diesem schlechten Beispiel, weil das Ding nach oben sich wendet. Auf Französisch schlägt das Licht runter. Ja, auf Deutsch schirmt das die Lampe. Ja, wir können uns einigen, dass das gleiche Ding ist. Aber die Denke ist eine ganz andere dahinter, nicht? Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn das bei Nachsprachen, die sich lieben und hassen, bekriegen und befreunden über ein paar Jahrhunderte, wenn das nicht nur so nahe ist, sondern wenn das über 2500 Jahre geht und wenn das in einer doch etwas entfernteren Kultur wie der indischen stattfindet, dann gibt es viele Probleme, wie man etwas rüberkriegt an Bedeutung in diese geistesgeschichtliche Situation hier. Ich verbringe viel Zeit damit, Menschen zu helfen, diese Begriffe, die aus der indischen Psychologie kommen oder vielmehr aus der buddhistischen, nicht nur vom Pali oder vom Sanskrit in ihre europäischen Sprachen zu übersetzen. Das ist ein nötiger Schritt und ein wichtiger Schritt. Aber damit ist eigentlich die wirkliche Übersetzung noch nicht geleistet. Ja, wir können uns gut auf Deutsch eine Art buddhistisches Spezialvokabular zulegen und haben das zwar vom Pali auf Deutsch geholt, aber wir haben den Begriff, den wir mittlerweile in Deutsch haben, nicht mit unserer Erfahrung verbunden. Der bleibt dann so in einer Art, ich habe da so eine deutsch-buddhistische Nische irgendwo links oben im Kortex und das bleibt dann dort. Ja, das verbindet sich nicht mit dem Rest meiner Erfahrung. Und es ist wichtig, dass wir diese Begriffe lernen zu übertragen in die Art und Weise, wie wir über uns selber nachdenken. Und das ist der zweite Schritt dieser Übersetzung. Diese Übersetzung ist kulturell und die hat nicht eigentlich mit Linguistik zu tun, sondern sie hat damit zu tun, dass wir lernen, uns diese Modelle und Denkfiguren und Begrifflichkeiten, von denen der Buddha spricht, und da ist eine ungeheure Intelligenz in diesem ganzen Steinbruch von Buddhismus, dass wir uns das lernen, anschaulich zu vergegenwärtigen. Ja. Und da sind wir wirklich erst am Anfang. Wenn ich das mal so schätzen dürfte, ich würde sagen, wir haben keine 20% drüben, ja, von dem, was da in diesem buddhistischen Steinbruch liegt. Ich denke, 20% ist irrsinnig optimistisch. Die Chinesen, eine ähnliche Hochkultur, ich denke, wenn man uns als Hochkultur nennen darf, als der Buddhismus in China anlandete, schon relativ früh, das hat 200 Jahre gedauert, bis die das einigermaßen rüber hatten in ihrer Kultur. Ja, die haben fleißig übersetzt. Fleißiger als wir es im Augenblick tun. Und als sie mit Übersetzen fertig waren, haben sie das in eine geborgte daoistische Sprache übersetzt. Und nach 200 Jahren war genug buddhistisches Chinesisch da, dass sie nochmal das ganze Ding neu übersetzt haben, nunmehr in die neue chinesisch-buddhistische Sprache. Wir sind da ganz am Anfang dieses Prozesses. Wir haben uns so ein paar Häppchen geholt, Meditation und Achtsamkeit, Vipassana, Karuna, solche Sachen. Aber das sind riesige Mengen von wirklich gewichtigen, pragmatischen Darlegungen, die noch nicht wirklich angekommen sind. Und sie sind zum Teil sperrig, weil sie sich nicht eins zu eins übersetzen lassen. Sati ist ein solcher Begriff, lässt sich nicht eins zu eins übersetzen. Das deutsche Wort Achtsamkeit, das sich dafür eingebürgert hat, ist ein ehrbares Wort. Etwas Hausbacken taucht schon auf. Seuse schreibt an seine Nonnen im 13. Jahrhundert von der Achtsamkeit. Ja, und weiter mit Sorgfalt. Und diesen Begriff hat es, diesen Bedeutungsumfang hat es ungefähr beibehalten über die folgenden Jahrhunderte. Man findet es immer wieder. Und irgendwann mal in den 50er Jahren, Jana Ponika, der große deutsche Mönch, der so Pionier und Übersetzer gewesen ist, mit seinem Mönchsvater, gleichfalls ein Pionier und Deutschen, Jana Tiloka, diese beiden haben viel gearbeitet und man sieht interessanterweise den Bruch zwischen beiden. Das ist so. Jana Tiloka ist 1901, ist er nach Asien gegangen und wenn man schaut, wie er, ist ein fabelhafter Philologe gewesen und ein Geigenspieler und
Man sieht, wenn er übersetzt, bei dem hat es irgendwo hinter Schopenhauer hat's aufgehört, ja, was er rezipiert hat im Westen. Leonard Tiloka, der 30, 35 Jahre später geht, der hat den Anfang, der hat Kierkegaard mitgenommen, der hat Nietzsche mitgenommen, der hat den Anfang der Psychologie mitgenommen, und da sind zentrale 35 Jahre von geistesgeschichtlicher Entwicklung, die klingen nach. Ja, der hat einen humanistischen Klang, den Leonard Tiloka noch nicht hat. Und Jana Ponica hat also in den 40er und 50er Jahren inspiriert von Satipatthana-Meditation begonnen, Bücher zu schreiben über Satipatthana-Übung. Und er hat Begriffe gewählt. Vergegenwärtigung war einer der Begriffe für Sati. Das ist ein genialer Begriff für Sati. Sperrig, altväterisch, aber er ist genial, weil er einen Aspekt von Sati ganz genau benennt. Und das ist der Aspekt, dass wir mit Sati etwas erinnern können, was wir vergessen haben. Sati ist das, was uns fähig macht, etwas zurückzuholen, was wir uns zur Aufgabe gemacht hatten und was uns entwischt ist. Sati fängt schon dort an, wo ich merke, dass ich nicht mehr beim Atem bin. Das, was mir sagt, dass ich weg vom Atem bin, ist bereits Sati. Das, was mir erlaubt, mich zurückzubesinnen auf meine Übung, meinen Atem, um in diesem Beispiel zu bleiben, mit anderen Worten, mir erlaubt, mir meine ursprüngliche Übung wieder zu vergegenwärtigen, zurückzuholen in die Gegenwart. Ja. Das ist, was dieser Begriff ganz, ganz präzise sagt. Diese Fähigkeit, etwas, was weg ist, wieder herzubringen, in die Gegenwart zurückzuholen. Mein Freund John Peacock übersetzt Sati auf Englisch als Recollection of the Present, ja. Quasi eine Besinnung auf die Gegenwart. Und trifft damit etwas Ähnliches, nämlich dieses etwas, was weggeflutscht ist, wieder zu holen. Ja, diese Qualität, die Sati so kostbar macht und die wir meistens gar nicht für Sati erachten. Für Sati erachten wir nur das Dranbleiben, ja? Sati ist Dranbleiben. Und dieses leicht Schuldbewusste zu merken, ui, 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 ich bin schon wieder anderswo, das halten wir nicht für Sati. Aber das ist im Grunde genommen schon Teil der Heilung, die uns das möglich macht. Also der Begriff Vergegenwärtigung ist ein wichtiger Begriff für Sati. Meine Lieblingsübersetzung dafür ist Geistesgegenwart, und ich werde nicht Mühe, diesen Begriff zu gebrauchen. Geistesgegenwart ist ein deutsches Kunstwort. Humboldt hat es rübergeholt als Übersetzung für das französische Présence d'esprit, und das heißt so etwas wie Schlagfertigkeit oder Reaktionsschnelligkeit. Gemeint ist so, ist ungefähr die Bedeutung, wie wenn wir auf Deutsch sagen, und geistesgegenwärtig schnappte er sich das Messer oder sowas. Ja. Und Humboldt hat das nicht gefunden im Deutschen und hat dann einfach das Kunstwort Geistesgegenwart erfunden, in Analogie zum französischen Présence d'esprit. Ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Ich stelle mir das deutsche Geistesgegenwart, übrigens Werner Poniger hat befunden, das wäre an sich das gute Wort für Sati. Ja, die Gegenwart des Geistes, so vielleicht in Ähnlichkeit zum Englischen Mindfulness, ja, so the fullness of mind for the present moment. Aber Werner Poniger meinte, das Wort sei anders besetzt. Ich denke, es ist an der Zeit, dieses Wort neu zu besetzen und es buddhistisch zu sättigen. Das ist meine Idee. Also nicht Présence d'esprit, sondern vielmehr Esprit de Présence vielleicht. Ja. Geistesgegenwart redet davon, dass wir mit der Fülle unserer geistigen Fähigkeiten im Präsens sind, in der Gegenwart sind. Ein anderes Wort ist natürlich Achtsamkeit, das dann Jnana Ponica geprägt hat mit seinem berühmten Geistestraining durch Achtsamkeit. Ein weiteres Wort wäre Innewerden, ja, für Sati. Ja. Sich etwas innewerden, mit etwas innig werden. Ein anderes Wort ist sicher das innere Augenmerk, ja, so das innere, das Panorama. Mehr eine Erläuterung als eine streng genommene Übersetzung. Dieses in den inneren Blick kriegen ist, glaube ich, deckt einen interessanten Bedeutungsbereich von Sati ab. Alle diese Begriffe sind in gewissem Sinne korrekt und wären mindestens ebenso taugliche Begriffe wie der Begriff Achtsamkeit, das heute geworden ist. Aber keiner dieser Begriffe deckt die Summe der Bedeutungen von Sati ab. Ein anderes sehr schönes Wort, das mir auch am Herzen liegt, heißt Gewahrsein.
Das spricht sehr schön von der räumlichen Komponente von Sati. Während die Aufmerksamkeit, die willentliche Komponente von Sati im gewissen Sinne anspricht, dieses Aufmerken, ja, dieses Ah, ja, da ist etwas, diesen Willensaspekt und Aufmerken und an etwas dranbleiben, ist da vielleicht am besten drin. Sati in der buddhistischen Psychologie ist, man kann nicht viel berühmter sein als Begriff in der Hitparade von wichtigen Geistesfunktionen früher Psychologie im Buddhismus. Sati ist in dem achtfachen Pfad drin, es ist in den spirituellen Fähigkeiten drin, es ist in den Kräften drin, es ist in den Erwachensfaktoren drin. Das ist ziemlich berühmt. Ja. Aber diese Definitionen von Sati, und da gibt es eine ganze Reihe, sind vielleicht weniger aufschlussreich als ein paar der Bilder. Christoph hat das Bild des Torwächters gebraucht, der die Stadt schützt vor Leuten. Ja. Leute reinlässt, die dorthin gehören, und Leute nicht reinlässt, die dort nicht hingehören. Oder wenn er sie nicht kennt, dass er sie befragt. Einige lässt er rein und andere weist er dann ab. Und der Kommentar zu dieser Passage sagt uns, so wie der Torwächter oder der Torhüter die Stadt beschützt vor Leuten, die da nicht hingehören oder vor Leuten, die bedrohlich sind, in derselben Weise schützt Sati das Herz und lässt nur die Impulse durchgehen, die heilsam sind. Es gibt andere Bilder zu Sati in den Lehrreden, und Bilder, die sind erstaunlich viel portabler als Definitionen, weil für Definitionen rüberzukriegen von einer Sprache in die andere, muss man sehr viel begrifflichen Aufwand treiben. Aber Bilder reisen leichter. Es gibt einen anderen Türhüter, der für Sati gebraucht wird. Das ist auch ein Türhüter, aber diesmal hat er eine andere Funktion. Der Türhüter hier erwartet zwei wichtige Boten. Diese wichtigen Boten kommen von ferne, die heißen übrigens Samatha und Vipassana. Und die wichtigen Boten, die müssen ihre wahrheitsgetreue Botschaft, so heißt es im Text, die müssen sie dem Gouverneur der Stadt abliefern. Und damit die Boten nicht im Gassengewimmel und im Marktgetreibe verloren gehen, erwartet der Türhüter sie beim Eingang der Stadt und führt sie auf dem direktesten Wege zum Gouverneur der Stadt. Ja. Sati hier nicht in einer Schutzfunktion, sondern Sati hier in einer Funktion von Effizienz, Pragmatik. Ja. Sati ist Ökonomie. Das ist ein interessantes Bild. Ein anderes Bild redet von Sati, entspricht macht ein Gleichnis und sagt, ein Wundarzt kriegt einen Mann angeliefert, der hat eine Pfeilwunde. Der Schaft ist abgebrochen, aber der Pfeilkopf steckt im Fleisch, so dass man ihn nicht sieht. Der Wundarzt untersucht unseren Mann und, um rauszukriegen, wie tief der Pfeilkopf sitzt, wie groß er ist und welche Konturen er hat, tastet er die Wunde mit einem Instrument ab, mit einer Sonde. Er führt, das ist ein schmerzliches Bild, er führt eine Sonde in die Wunde ein, um die Lage, die Größe und die Kontur dieses Fremdkörpers in unserem Verletzten zu ertasten. Und Sati wird gleichgesetzt mit dieser Sonde, die eindringt in die Wunde, die offensichtlich fein genug ist, um diesen Mann nicht weiter zu verletzen und dennoch offensichtlich fest genug, um einen haptischen Eindruck zu vermitteln, wo der Widerstand ist. Das ist ein interessantes Bild, ein bisschen schmerzlich, aber ich glaube, sehr deutlich die ergründende, forschende Qualität von Sati, so das Explorative dieser Geistesqualität, die dorthin langt, wo das Auge noch nicht hinreicht. Ja. Mit dieser Sonde ertastet, findet man Kontur und Qualitäten einer Sache, die dem Auge nicht zugänglich sind, die verborgen sind. Kommentare sagen, dass Sati eindringt in den Gegenstand seiner Untersuchung und das Verborgene, nämlich die drei Daseinsmerkmale, zutage fördert. Ja? Also Vergänglichkeit, Unbeständigkeit, Bedingtheit und Unpersönlichkeit. Dann gibt es eine Reihe von Bildern von Sati, wo Sati so ein panoramisches, offenes Gewahrsein hat. Ein Mann steigt auf einen Turm und guckt runter und sieht das Land. Ein anderes Bild ist ein Fuhrmann, der auf seinem Kutschbock sitzt, über seine Pferde blickt und auf die Straße und auf die Tiere und die Ladung und alles. Und er hat alles im Blick. Und
Die Idee, Sati wiederum, ist so eine Art panoramisches, schweifendes, offenes Gewahrsein. Dann gibt es ein paar interessante Bilder. Eines von einem Pflock, der in die Erde gerammt wird und an dem Ketten hängen. Und an jeder Kette hängt ein Tier. Dieses Tier reißt in die Richtung, ja. Die Tiere sind sehr verschieden. Einige reißen in die Luft, weil sie dorthin gehören. Andere ins Wasser, weil sie dorthin gehören. Und der Pflock in der Mitte ist Sati. Und die Tiere sind unsere sechs Sinne, unsere fünf äußeren und besonders unser Geistsinn. Das ist ein ziemlich wildes Tier, wie ihr mittlerweile gemerkt habt. Und diese Tiere erlahmen allmählich, werden müde, werden zahm und erst trotten sie noch so rum und dann legen sie sich ganz friedlich hin. Ja. Und Sati ist der Pflock, an dem sie sich quasi abarbeiten. Die beständige, unermüdliche Kraft, der Stabilität bringt. Ja. In diesem Beispiel ist Sati ganz klar die Basis für Samadhi, für Stille. Dann haben wir andere Bilder von Sati. Ein schönes von einem Kuhjungen, der in zwei verschiedenen Situationen auf seine Kühe aufpassen muss. Zum einen, es ist kurz, es ist auch vor der Regenzeit, die Felder stehen in Frucht und der arme Kuhjunge muss sich abmühen, damit die Kühe nicht in die reife Frucht laufen und die Frucht zerstören. Also schreit er, er springt auf und ab, befuchtelt, er hat einen Stock, er schlägt die Tiere und er hat seine Mühe, um die Tiere aus diesen Feldern rauszuhalten, weil sonst kriegt er natürlich Schwierigkeiten mit Bauern. Der Buddha braucht für diese Art Tätigkeit das Wort Rakati, schützen. Und dann Schnitt, Szenenwechsel, unser Junge, jetzt ist es Herbst, die Felder sind abgeerntet, die Kühe sind ganz friedlich auf der Weide, sie haben nirgendwo hinzulaufen, keine Versuchungen bieten sich an. Und unser Kuhjunge, der liegt im Schatten eines Baumes oder Strauches und dann guckt er gelegentlich, hebt er so den Kopf und guckt, oh, Kühe sind da drüben, wollen nirgendwo hin, okay, ich werde nicht gebraucht hier und lehnt sich wieder zurück. Ja, und in diesem Fall beschreibt der Buddha die Tätigkeit des Jungen mit, er etabliert Sati. Ich denke, das ist auch ein interessantes Bild. Das ist so, wie wir uns Sati gerne vorstellen, nicht? Dass er ein gelassenes, offenes, anstrengungsloses Gewahrsein, nicht? So. Hand aufs Herz, das ist doch eine... Und dann gibt es ein Bild, das ist etwas martialischer. Da wird uns gesagt, dass bei einem Anlass, es ist die schönste des Landes, die dort singt und tanzt und eine stattliche Menschenmenge um sich versammelt hat, dass bei dieser Gelegenheit ein Mann mit einer Schale Öl, die randvoll ist und auf seinem Kopf balanciert, durch diese Menschenmenge gehen muss, die seiner nicht achtet, sondern die der Schönsten da vorne achtet, die tanzt und singt. Und hinter diesem Mann ginge ein zweiter Mann her, der mit gezücktem Schwert droht, ihm den Kopf abzuschlagen beim ersten verschütteten Tropfen. Ja. Und der Buddha, man stellt sich seine Stimme etwas lauernd vor in diesem Augenblick, fragt seine Mönche so harmlos, ob es denn dieser Mann wohl an Körperachtsamkeit gebrechen ließe, wenn er da durch die Menschenmenge unter Einsatz seines Lebens achtsam seine Ölschale balancieren würde. Und die Mönche natürlich antworten, nein, nein, Erhabene, der würde es nicht an Körperachtsamkeit gebrechen lassen, weil es ihn seinen Kopf kostet. Und er sagt, auf diese Weise solle Kaya Nupassana, soll Körperachtsamkeit geübt werden. Wir haben uns noch nicht ganz, Christoph und ich sind uns nicht ganz einig gewesen, zu welchen Mitteln wir schreiten wollten. Die milderen Elemente in dieser Diskussion haben dann obsiegt und es ist also nicht zum Einsatz von Schwertern und Kobras gekommen. Ein weiteres interessantes Bild zu Sati, und ihr seht, es ist nicht ganz leicht, die alle mit einem Begriff zu fassen, weil die scheinen von sehr unterschiedlichen Dingen zu sprechen. Ein Bild redet von einem Pflüger und Sati wird beschrieben als der Pflugschar und als der Treibstock. Und die Ausführung ist, so wie der Pflüger versucht, seine Furche gerade zu halten und dafür mit dem Treibstock seine Ochsen auf Kurs hält, weil Ochsen wollen nicht notwendigerweise gerade gehen, die haben andere Pläne. Das ist eine Sache. Die
Ausrichtung der Praxis oder die Ausrichtung der Intention ist ein Aspekt. Und dazu braucht es den Treibstock, der dem Ochsen hilft, eine gerade Furche zu ziehen. Zum anderen gilt es, den Pflugschar im richtigen Maß ins Erdreich zu drücken. Also ein Pflugschar dieser Tage war eine relativ einfache Konstruktion. Man muss sich da ein Holzinstrument vorstellen mit einer verstärkten vielleicht Partie unten, die in die Erde eindringt. Unten eine Art Brett, auf dem man seinen Fuß stellen kann, um das Ding zu belasten. Und oben eine Art Gabel, mit der man wenigstens mit einer Hand diese Gerätschaft aufrecht hält. Und die Aufgabe, quasi mit einem Teil der Aufmerksamkeit die Ochsen auf Kurs zu halten und mit dem anderen Teil das richtige Maß von Anwendung zu finden, mit dem man diesen Pflugschar in den Boden drückt. Wenn man das zu sehr tut, dann bleibt er stecken. Wenn man das nicht genug tut, dann kratzt er nur die Oberfläche und wendet die Erde nicht genug. Und dieses genug Druck geben ist ein Aspekt von Sati und diesen Ochsen auf Kurs halten ist ein anderer Aspekt von Sati. Diese Doppelfunktion von angemessenem Einsatz und klarer Ausrichtung. Das ist auch ein sehr interessantes Bild. Der Kommentar natürlich bildet uns einmal mehr und sagt, so wie der Pflugschar das Verborgene des Erdreiches zutage fördert, so fördert die Sati, die eindringt in die Dinge, die Daseinsmerkmale zutage. Die Melinda Panna, die Fragen in den Fragen des Melindo, gibt es ein interessantes Bild. Und dort wird beschrieben, dass Sati eben nicht sei wie ein Kürbis, den man in einen Bach wirft. Nämlich der Kürbis, den man in einen Bach wirft, der schwimmt oben auf und treibt weg. Ja, aber Sati würde nicht wie dieser Kürbis wegtreiben, sondern Sati würde eindringen. Ja, Sati würde in das, was es sich zum Objekt genommen hat, daran würde es sich festmachen und es würde eindringen in dieses Objekt und dieses Objekt aufdröseln oder ergründen. Ja. Währenddem der Kürbis in der Drift, man muss sich da hier eine assoziative Drift vorstellen, einfach runtertreibt, nicht? In der Strömung der Gedanken zum Beispiel. Das sind ein paar Bilder, es gibt wahrscheinlich noch mehr, das sind die, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, und ihr seht, das sind eine ganze Reihe von Funktionen von Sati irgendwie angesprochen. Stabilität im Flock, dann so offenes Panoramabewusstsein bei den Menschen, die auf den Turm oder auf den Kutschbock steigen. Dann haben wir den Torwächter 1, der schützt, ganz klar, sagt in einer Schutzfunktion und auch fähig ist abzuweisen, ja, kann auch Nein sagen. Sati ist nicht einfach permissiv und sagt, ja, ja, ich bin da, ich beobachte, sondern wie Christoph gesagt hat, da gibt es auch einen Schutz. Es gilt, eine gewählte Aufgabe zu bewahren oder ein gewähltes Objekt für Achtsamkeitsübung zu beschützen, etwa gegen streunende, über den Zaun fressende Gedanken, die das auch reinknabbern. Ja. Dann haben wir das Bild von Sati beim Wunder, ist die Sonde, die eindringt. Sati ganz klar in dieser ergründenden, forschenden, sondierenden Qualität. Das ist sehr aufschlussreich. Wir haben das Bild von der Körperachtsamkeit des Mannes, das ist wahrscheinlich das, was am nächsten der psychologischen Vigilanz kommt. Ja, dieses in Erwartung des fatalen Schwerthiebes ein sehr, sehr vigilantes Gehen durch die Menschenmenge mit seiner Ölschale auf dem Kopf. Dann haben wir Sati und der Kuhhirt. Ja, ja, da war noch was. Der Pflock und die Tiere, ja, sagt hier Stabilität und Festigkeit. Zweite Torwächter. Haben wir alles schon gehabt, genau, der zweite Torwächter, sagt die in der Rolle von Effizienz und Ökonomie, ja, das dafür sorgt, dass diese Boten, nachdem sie von weit kommen und jetzt ermüdet, nicht auch noch im Gassengewirr verloren gehen. Es gibt eine ganze Reihe von Qualitäten dieses Sati und es ist verständlich, dass ein einziges Wort das nicht schlecht abdeckt. Ja. Und trotzdem muss man sich auf Begriffe einigen und ihr versteht, dass ich etwas unenthusiastisch bin, um es gelinde zu sagen,
den Begriff Achtsamkeit, all das quasi tragen zu lassen, dass diese Geistesfunktionen, die Bebilderung der Pali-Schriften vermittelt. Ja, und ihr werdet merken, dass das viel mehr ist, als was mein Vater gemeint hat, wenn er sagt, sei ein bisschen achtsam, reiß dich zusammen und konzentriere dich. Ja. Das hat eine Bedeutung. Ja. Und es ist mir ein Anliegen, dass etwas von den vielen Noten diese Bedeutung, wie sie uns aus den Definitionen der Psychologie der buddhistischen oder aus diesen Bildern entgegentreten, dass etwas von dem einfließt in diesen Achtsamkeitsbegriff. Und ich bilde mir ein, dass der Begriff Geistesgegenwart einen besseren Job tut, aber das nur so als Fußnot. Wie ändert Achtsamkeit eine solchermaßen gesättigte Achtsamkeit? Wie ändert das unser Verhältnis zu Leid? Denke, drei verschiedene Sachen kann man da rausschieben. Zum einen ist eine Achtsamkeit ihrer selbst bewusst. Das heißt, es ist möglich zu wählen, wo diese Achtsamkeit hingeht. Wenn ich einen Aspekt von Leid erfahre, dann habe ich die Möglichkeit, meine Achtsamkeit anderswohin zu lenken. Das tun wir oft. Wir lenken uns oft ab. Achtsamkeit kann das auch, nicht als Ablenkung, dass ich einfach versuche, nicht zu spüren und mich mit etwas Stärkerem zu unterhalten. Das ist davon, wovon unsere Unterhaltungsindustrie im Wesentlichen lebt. Nicht, weil die a priori an sich erhalten wäre, sondern sie ist meistens insofern für uns unterhaltend, als sie uns von etwas wegnimmt, was uns unangenehmer wäre. Ja? Das meiste, was uns unterhält, ist ja nicht so wahnsinnig, quasi im Nullraum wäre das nicht unterhaltend. Aber es ist sehr viel attraktiver, weil die Alternative zu dieser Ablenkung etwas uns Unangenehmes ist. Das heißt, das, was es leisten muss, um unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, ist ein sehr viel geringeres, die Schwelle ist sehr viel geringer. Wenn die Alternative zu, wenn jemand anruft und den ich nicht sonderlich mag, und ich Zahnschmerzen habe, dann ist mir der Anruf eine willkommene Ablenkung von meinen Zahnschmerzen. Das heißt nicht, dass ich die Person besonders mag, die mich da anruft, oder dass ich das Geschäft für besonders wichtig erachte, aber ich bin ganz froh, dass ich nicht mit meinem Zahnschmerz alleine bleibe. Ganz vieles unserer Unterhaltung funktioniert auf diesem Prinzip. Es ist nicht eine Aussage, wie unterhalten der das ist, sondern wie gelangweilt, genervt, ungeduldig, rastlos, allein oder sonst wie unzulänglich ich mich gerade fühle. Und dann braucht es nur ein klein wenig Unterhaltung und schon ist das eine faszinierende Beschäftigung. Aber das kann man natürlich auch auf eine heilsame Weise tun. Die Fähigkeit, ein taugliches Objekt zu wählen für meine Achtsamkeit, ist zum Beispiel eine erste Möglichkeit, wie ich etwas Unangenehmes oder wie ich eine Form von Leid mindern kann, indem ich den Fokus meiner Aufmerksamkeit ändere und diesen Fokus etwas anderes gebe. Auf diese Weise sagen wir, ich bin wütend und ich denke wütende Gedanken und ich kann daran denken, dass man mir in meinem Satipatthana-Meditationskurs beigebracht hat, statt, wenn ich wütend bin, wütende Gedanken zu denken, über Leute, die mich anderswo wütend gemacht haben oder über dieselben Leute, die mich jetzt wieder wütend machen, während sie mich schon früher wütend gemacht haben. Das ist, was wir meisten tun. Wir kumulieren unsere gegenwärtige Gereiztheit mit Erinnerungen an frühere Zustände von Ungehaltenheit oder Frustration. Statt dort weiterzudenken und damit insgeheim die Wut zu füttern, ist es möglich, die Körperempfindung von Wut in meinem Körper aufzusuchen. Das ist nicht leicht, weil das ist eine unangenehme Körperempfindung. Und statt, wie üblich, der unangenehmen Empfindung zu entkommen durch eine nahegelegene Ablenkung, freiwillig und bemüht, dort zu bleiben, wo ich diese unangenehme Wutempfindung spüre, vielleicht in meiner Magengrube, und dort aufmerksam zu sein. Das ist völlig kontraintuitiv, aber wenn ihr das einmal versucht, ist es natürlich klar, dass ihr viel bessere Chancen habt, die Wut im Körper zu mindern. Weil wenn ihr nicht eure Wut im Kopf füttert, dann kann man die im Körper nicht allzu lange halten. Ja, mein Zorn lässt sich, ich habe noch kaum einen körperlichen Zorn länger als 80 Sekunden halten können, selbst mit bösester Absicht nicht. Wenn ihr diese Wut nicht füttert mit Gedanken und Geschichten und Posen und Erinnerungen, dann wird die verklingen.
Und wenn meine Aufmerksamkeit im Körper bei dieser Wut sein kann, dann ist die Chance viel besser, dass sie verklingt. Also wenn ich dieses erste Strategem anwende, dann richte ich meine Aufmerksamkeit nun von der Geschichte, die im Kopf läuft, über Zorn und über andere Situationen, in denen ich zornig war, und über andere Situationen, genau dieser Mensch genau dieselbe Sache mit mir gemacht hat, statt dass ich dort reinfüttere und versuche, achtsam zu sein, auf was dort läuft, ja, gehe ich einfach dorthin, wo ich das spüre im Körper und bin dort achtsam. Das wäre ein Beispiel wie Sati oder eine geschulte Sati, in diesem ersten Strategem das Objekt meiner Achtsamkeit ändert und mir hilft, die Erfahrung von Leid, Dukkha, Frustration oder eben in diesem Fall Wut zu transformieren. Weil einfach hier habe ich eine viel bessere Chance, das zu ändern, in meinem Rippenbogen, als hier in meinem Kopf. Das hat mit dem Tempo zu tun, in dem sich Dinge in meinem Körper entwickeln und mit dem Tempo, in dem sie sich entwickeln im Kopf. Das hat mit der Natur von Gedanken zu tun und mit der Natur von Empfindungen. Deshalb ist es nützlich, Empfindungen und Gedanken zu unterscheiden. Ja? Und wenn wir diese Unterscheidung getroffen haben, haben wir eine bessere Chance zu wählen, wohin unsere Aufmerksamkeit geht. Wenn wir diese Unterscheidung nicht getroffen haben, können wir auch die Entscheidung nicht treffen, unsere Aufmerksamkeit in den Körper zu richten. Wenn wir nicht wählen, gehen wir einfach denken. Das ist, was wir tun. Es geht uns gut, wir freuen uns, wir denken, wir haben Angst, wir denken, wir sind wütend, wir denken, wir haben Lust, wir denken, wir sind traurig, wir denken. Wenn wir nicht gelernt haben, zurückzuschalten in diesen Körper, dann werden wir über unsere Emotionen nachdenken. Oder vielmehr, unsere Emotionen werden uns denken. Ja, um es mal so zu sagen. Zweite Strategie ist, dass ich durch Achtsamkeit, durch Sati, kann ich mein Verhältnis zu dieser Erfahrung ändern. Ich kann merken, dass ich in meinem Verhältnis zu diesem Zorn, ich bin nah, ich bin dicht, es ist eng, es ist hart. Und ich kann lernen, dass ich in meiner Achtsamkeit mehr Raum geben kann. Ich kann quasi diesem Zorn kann ich einen größeren Raum geben. Jetzt, das heißt nicht noch fuchsteufelswilder werden, sondern das heißt, dass ich mein Verhältnis zu dieser Erfahrung ändere, dass ich den Raum, in dem dieser Zorn lebt, erweitere. Ja? Statt reinzugehen, so wie auf Berndeutsch sagt man, wie der Moni ich Riesufer, ja? gehe ich weiter weg. Ich kann mehr Raum geben. Ich bin da zwar noch da, aber ich bin nicht mehr mitten auf der Bühne, mitten im Getümmel. Ich bin jetzt nicht mehr Protagonist, sondern ich bin Zuschauer. Ja? Parkett, erster, zweiter, dritter Rang vielleicht. So, ja. Das findet noch statt, aber ich bin nicht mehr mittendrin. Das wäre ein schlichtes Beispiel, wie ich durch Sati meine Beziehung zu der Erfahrung ändern kann. Ich kann diese Sati dazu einsetzen, dass ich in dieser Erfahrung bestimmte Kontrapunkte herausgreife. Ich kann zum Beispiel versuchen, mir klarzumachen, dass der Mensch, der mich hier wütend macht, meine Liebste ist. Ja? Normalerweise ist sie meine Liebste. Jetzt gerade bin ich wütend über sie, aber im Grunde ist sie meine Liebste. Ja? Weil es machen unsere Liebsten, machen unseren meisten wütend, nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ein paar Bösewichte da draußen in der Welt. Aber das, was uns doch meistens kriegt, sind die Leute, die wir mögen, nicht? Wir sind durch nichts so enttäuschbar und über nicht von niemandem so reizbar wie die Leute, die wir in unser Leben, in unser Herz reingelassen haben. Und ich kann also mir durch Sati bewusst andere Aspekte meiner Beziehung zu diesem Menschen klar machen. Ich kann mir klar machen, dass diese Wut quasi eine lokale Erfahrung ist, währenddem es gibt eine Langzeitwert mit diesem Menschen. Ja. Ich kann kontextualisieren, dass ich zwar jetzt wütend bin, aber dass ich nicht permanent wütend bin und dass dieser Mensch nicht nur das Ding tut, was mich jetzt gerade wütend macht, sondern dass dieser Mensch viele andere Dinge tut noch. Und das ist möglich mit etwas Sati. Das ist möglich mit einer Art Erweiterung meines Verhältnisses, einer Art Aufweitung meiner Optik. Wut hat ja ist ein besonderes Pathogen, nicht? Es macht ja ganz komische Dinge. Es macht Dinge mit meiner Wahrnehmung.
es verengt diese Wahrnehmung, es hebt bestimmte Aspekte raus, karikiert mein Gegenüber, es macht mich bindungsunfähig, ja, es scheint, dass dieser Mensch hier quasi die Inkarnation dessen ist, was mir schwer fällt im Leben, ja, und es fällt mir wahnsinnig schwer wiederum zu anderen Teilen dieses Menschen, die mich jetzt gerade nicht wütend machen, in die ich mich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren verliebt habe, oder gestern noch, ja, dass diese Aspekte plötzlich, dass diese plötzlich weg sind, ja, dass die einfach nicht mehr da sind und diese Wut, diese Mensch nur noch aus dem zu bestehen scheint, was mich jetzt zur Raserei treibt, ja. Das ist eine völlig, das ist ein psychotischer Prozess. Jede kleine Wutattacke macht uns zu kleinen Psychotikern. Ja, da kann man Diagnosen geben, ne? Bindungsverlust, verzerrte Wahrnehmungen, Wahnvorstellungen, ja, das sind ganze laute Stimmen, die. Das ist diagnosefähig, ja. Und Sati kann uns helfen, aus dieser lokalen Psychose rauszukommen, ja, aus dieser Erstarrung in unserer Beziehung zu jemandem oder einer Sache, die uns völlig in einer verschrobenen Weise mit dieser Sache sein lässt. Und Sati, 2, 3 Atemzüge von Sati, lässt da plötzlich Raum einfließen, wo kein Raum war. Oder lässt das irgendwie perspektivisch ins Relief rücken, ja. Die dritte Möglichkeit, wie Sati Dukkha zu transformieren vermag, ist, indem nicht die Sache jetzt verändert wird durch eine Umbildung der Bezüge oder durch ein wie auch immer geartetes Reframing, sondern die dritte quasi Technik, wie Sati das ändern kann, ist, indem es das Subjekt der Erfahrung anders fasst, indem es meine Position, meine Ich-Konturen anders versteht. Indem es deutlicher mitkriegt, dass das, was ich jetzt gerade als meine Position, mein gekränktes Ich, ja, nichts ist so solide wie eine narzisstische Kränkung etwa, meine Position, dass ich irgendwo diese Position aufgebe. Dass ich nicht nur zu der Sache ein anderes Verhältnis habe, oder es mir gelingt, wie in der ersten ein anderes Objekt zu wählen, quasi ein günstigeres, sondern dass das Subjekt meiner Erfahrung, meine kleine Nummer 1, mein Protagonist, plötzlich irgendwo in einem anderen, größeren Sinnzusammenhang aufgeht. Etwa indem ich meine Unpersönlichkeit erkenne. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht fähig bin, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Handlungen und meine Ambitionen zu koordinieren, sondern damit meine ich ichlos in dem Sinne, dass mein Ich ist eine Konstruktion. Ich ist ein Prozess und dieser Prozess findet laufend statt durch bestimmte Bewertungen meiner selbst und anderer, durch Positionierungen, durch Identifikationen und Distanznahmen. Und dieser Prozess hat am Ende des Tages zum Resultat eine Ich-Konstruktion. Ja, das ist irgendwie das ist dann meine Nummer. Ja. Wer ich bin und was ich kann und was mir fehlt und wo ich herkomme und was ich brauche und was ich errungen habe und was mir abhanden gekommen ist, das ist die Ich-Konstruktion. Und diese Ich-Konstruktion ist im Wesentlichen Fiktion. Das Problem mit Ich ist nicht, dass es unmoralisch ist oder sowas, es ist nicht unmoralisch. Das Problem ist, dass es nicht gibt. Und alles, was nicht gibt und ich mir einbilde und mir basteln muss, kostet viel Energie. Und es wackelt. Und ich muss es immer wieder flicken. Es läuft mir immer wieder weg. Ja? Diese Identifikationen, diese Konstruktion ist eine mühselig aufrechterhaltene, aber im Grunde leckende Sache. Ja? Das ist so ein kleines Selbstbötchen, in das ich mich setze und ein bisschen runterpaddle, aber das Ding säuft ab. Ja? Und dann muss ich entweder schaufeln und lenzen wie ein Verrückter, oder ich muss mir ein neues Selbstbötchen basteln, das mich dann vielleicht eine halbe Stunde weiter an der Oberfläche hält. Ja? Ich meine selbst hier nicht im Sinne von Kernberg und Kohut, ja, nur damit das klar ist, oder auch nicht im Sinne von Winnicott oder Fairbairn. Das sind wiederum begriffliche Konstrukte, die ganz, ganz anders funktionieren als die, die der Buddha gemeint hat. Der Buddha hat mit einem Selbst ein Ding gemeint, das mit sich selbst identisch bleibt, das sich nicht ändert, das ewig ist, das glücklich ist und das mir gehört.
essentiell mir. Der Buddha meint nicht ein funktionales psychologisches Ich wie Freud oder wie die Objektbeziehungstheoretiker, sondern er meint ein ontologisches, ein philosophisches Selbst, einen Atman, eine Seele. Versteht ihr? Da müssen wir klar sein, dass das sehr, sehr verschiedene Sachen sind. Vor ein paar Jahren hat ein Psychoanalytiker eine Studie geschrieben und ist zum Schluss gekommen, dass selbst unter den moderaten nachklassischen Analytikern man mindestens 7 verschiedene Modelle von Selbst herbeiführen könnte. Und da sind die Selbstpsychologen sind noch nicht drin. Ja. Und die Verhaltensleute auch nicht. Und die Transpersonalen schon gar nicht. Ja. Aber was ein Selbst ist, ist selbst unter Psychologen und Analytikern hochgradig umstritten. Ja. Ein jungsches Selbst und ein freudsches Selbst sind zwei sehr, sehr verschiedene Tierchen. Ja. Und ein buddhistisches Selbst ist das, was der Buddha mit seinem Zeitbezug natürlich benannt hat. Er meint zwei Sachen. Einerseits meint er eine Seele im katholischen oder atmanischen Sinn, ja. Und diese Seele ist heil. Die ist glücklich. Die ist Sukha. Die ist beständig. Nitya. Und sie ist eben Atman, ja. Sie ist eben mir zugehörig. Sie macht meine Essenz aus, ja. Und natürlich ist es genau das Gegenteil der drei Daseinsmerkmale in buddhistischer Psychologie, die davon sprechen, dass alle Erfahrungen inklusive meiner eigenen Identität und meiner eigenen Prozesshaftigkeit sind unbeständig. Sie sind anicca. Alle Dinge, die ich erfahren kann, die bedingt sind, also die aus Sankharas, aus Willensfunktionen zurückgehen, die sind dukkha. Ja? Die sind mit Leiden durchzogen oder mit Enttäuschung durchzogen. Die können mich nicht zufriedenstellen. Es wohnt ihnen ein inhärentes Ungenügen inne. Ja. Und alle Dinge, die ich erfahren kann, weder psychologisch, sogar die größte Verwirklichung, gehört mir nicht. Ja. Die sind unpersönlich, die sind anatta. Also die drei Daseinsmerkmale sind genau das Gegenteil der drei Qualitäten eines vedisch-upanishadischen Selbst. Ja, das muss man mal so auf den Punkt bringen. Und die Solidität dieses Selbst, die Versuche, dieses Selbst beständiger zu machen, als es ist, diesem Selbst Sicherheit zu verleihen, diesem Selbst Zufriedenheit zu verschaffen durch spezifische Erfahrungen und diesem Selbst Essenz beizulegen, sind das, was der Buddha sagt, zentrale Kräfte, die mein Leid konstituieren. Jetzt diese dritte Strategie von Sati wendet sich gegen die vermeintliche Solidität dieses meines Selbst. Es erkennt darin die Prozesshaftigkeit meiner Faktoren. Mein Denken, das sich ändert, meine Willensfunktionen, die sich ändern, meine Empfindungen, meine Emotionen, meine Gefühle, all das ändert sich. Und wenn ich dieses einmal erkenne, dann kann ich mich nie mehr wirklich ganz so in die absolute Position von Richtigkeit hochschwingen. Ja? Weil ich weiß, ich war auch schon so falsch wie das, was ich hier jetzt vorwerfe. Ich war schon genau in dieser Situation. Ja? Vor 3 Tagen habe ich genau ihre Position vertreten und jetzt vertritt sie sie und sie macht mich so wütend. Ja? Und wir plötzlich erkennen wir uns im Anderen. Ja? Ist euch das schon vorgekommen? So? Wenn ihr lange genug gestritten habt, plötzlich merkt ihr, dass ihr die Positionen getauscht habt. Und die einzige Konstante, die sich irgendwie herausbildet, ist der Streit. Ja? Und der Streit, der vorgeblich um bestimmte Sachen geht, die ihr beide lauthals möglicherweise bekundet, ist die einzige Konstante, weil die Positionen haben sich gewechselt. Ja? Diese dritte Form oder diese dritte Art, wie Sati arbeitet, ist, indem Sati meinen Bezug zu meiner Ich-Position aufhält. Es ändert und erweitert meine Erfahrung von mir selbst. Und indem es diese Position aufweicht, werde ich verzeihender, ich werde beziehungsfähiger, ich erkenne die Widersprüchlichkeit in meinen eigenen Regungen. Ich höre auf, eine Position zu verteidigen. Steht ihr?
je mehr wir Positionen und Rollen und Funktionen verteidigen, befinden wir uns in einem psychologischen Grabenkrieg. Ja, da gibt's immer die anderen, die uns letztlich vereinnahmen wollen oder verlassen wollen oder einschüchtern wollen oder die nicht genug tun oder die zu viel tun. Ja. Und sobald wir diese Positionen einmal bezogen haben, ist es sehr schwierig, in Bezug zu bleiben. Ja. Wenn ihr euch mal eingebuddelt habt irgendwo in einer Selbstposition, dann, wenn ihr mal das Opfer seid oder wenn ihr der schuldbewusste Täter seid oder wenn ihr der ewig im Stich gelassene Verantwortliche seid oder der ewig gutmeinende Überaktive seid oder irgendwie sowas, dann wisst ihr, wie schwierig es ist, aus so einem Ding rauszukommen, weil überall, wo ihr euch hinwendet, scheint es eure Geschichte zu bestätigen. Und Sati weicht die Selbstperspektive auf. Es weicht auf, wie ich mich wahrnehme, in welchen Nummern ich mich wiederfinde. Sati weicht die Bewertung auf, in der ich mich erfahre. Ja. Es ist so, als ob diese ganze dieser tiefere Wirklichkeitsbezug nicht mehr nur für die Welt da draußen gilt, sondern er gilt auch für die Welt da drin. Ja. Das ist, was Meditation besonders tut. Und auf diese Weise wird Sati der Schlüssel, mit dem ich quasi mein Selbstverständnis in einen anderen Sinnzusammenhang kriege. Ich bin plötzlich nicht mehr in meiner Nummer drin, sondern ich erkenne mich, okay, diese Nummer ist ein ziemlich tief sitzendes Muster, aber ich bin da nicht Tag und Nacht drin. Ich kann da raus. Manchmal plumpt sie mir auch nicht rein. Es gibt Gelegenheiten, die ich verpasse. Ja. Anfang bin ich in jede Gelegenheit rein und wenn keine da war, habe ich mir eine geschaffen. Vielleicht. Und jetzt ist es möglich, dass ich nur noch in jede dritte reinplopse. Ja? Unter guten Bedingungen kann ich sogar 5 durchhalten, ohne reinzukommen. Ja? Und das ist ungeheuer befreiend. Ja? Wenn ich merke, dass ich muss nicht in meine Angstreaktion, oder ich muss nicht in meine Zornreaktion, oder ich muss nicht in meine Empörungsreaktion. Ich kann ein anderer werden, und das ist ungeheuer befreiend. Und auf diese Weise ändert Sati nicht nur das da draußen, nicht nur das Objekt, nicht nur meine Beziehung zum Objekt, sondern es ändert auch meine Beziehung zu mir selbst. Und damit erweitert es den ganzen Zusammenhang, in dem ich mich und andere verstehe. Und es gibt der Punkt, wo mir plötzlich mal Leute anguckt und denkt, wow, wie bist du in diese Nummer gekommen? Ja, das ist ja komisch. Das ist ja komisch, was du da machst. Das ist ja komisch. So eins habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber wenn ich dir eine Weile zugucke, dann weiß ich noch, wie das war. Da war ich auch schon drin. Ja. Ich erinnere mich im Kloster, manchmal gab es so Gespräche, wo irgendwelche Leute, meistens Mönche, ab einer bestimmten Anzahl von Jahren sich zusammengesetzt haben. Die haben über irgendetwas geredet, über Kläranlagen oder über Tagespläne oder so. Und plötzlich hat sich was geändert. Irgendetwas, schwer zu sagen was. Und dann haben wir uns nicht mehr verstanden. Und nach einer Weile wurde klar, jetzt sind wir in einer Familiendynamik. Hier sind 4 ältere Brüder in einer Familie und die fühlen sich alle verantwortlich und alle haben das Gefühl, wenn ich nicht aufpasse, passt hier keiner auf. Ja? Und was anfing über Kläranlagen oder Tagespläne, begann irgendwie eine Nummer zu konstellieren. Ja? Und jeder fühlt sich dann plötzlich so in einer älteren Brudernummer, ihr wisst es, ja, muss immer auf die Kleinen aufpassen, ist immer für alles schuld und am Schluss muss er aufräumen. Ja. Und diese Nummern, die sind irgendwie da und bieten sich an. Jeder hat diese unter der Oberfläche, hat ein paar von diesen Nummern. Und wenn genug so Angriffspunkte da sind, genug Katalysation da im Raum ist, man das Gefühl hat, die machen seine Rache nicht, oder der ist nicht am Ball, oder der träumt, oder der kann das nicht. Und dann plötzlich kommt mein älterer Bruder rein, ja, und sagt, okay, jetzt aber, ja. Und irgendjemand da drüben reagiert mit seinem älteren Bruder und ist genervt, findet das übergriffig, unverantwortlich, unangemessen, ja. Und schon haben wir 4 ältere Brüder-Egos, die sich bekriegen, ja, oder mindestens misstrauisch beäugen, ja. Und wenn das mal klar ist, dann sagen wir, okay,
Ich bin hier. Das sind ja nicht mal Geschwister. Ich bin ja gar nicht der Älteste. Und überhaupt. Wir haben recht. Man kann es fallen lassen und das ist befreiend. Das ist die dritte, vielleicht magischste Formen, wie Sati auf den Leidens, die Leiterfahrung einwirken kann. Lass mich aufhören hier an diesem Punkt. Ich glaube, es ist genug. Danke.